Es geht weiter mit Inside und ich muss mich jetzt gerade mal wieder die Steuerung gewöhnen. Ich wollte eben mit der Maus. Ich hatte nochmal geguckt, das Secret, das vor uns liegt oder hinter uns liegt, besser gesagt, ist nicht von da aus erreichbar. Das heißt, es liegt vor uns. Ja, verständlich. Ich glaube es zumindest. Hier ist noch eine Luke. Und ich habe in einem Stream gesehen, dass ich tatsächlich auch schon ganz am Anfang noch ein Secret verpasst habe. Das heißt, ich kriege leider nicht das alternative Ende. Guck mal, wir stellen uns auf die Luke und versuchen sie zu öffnen. Das geht natürlich nicht. Witzigkeit. So, wenn ich da jetzt rein. Oh Gott, da kommt. Ja, du kommst da an. Ah. Okay, Moment. Ach Gott. Du kommst da. Und dann habe ich nämlich hoffentlich hier Zeit, da reinzutauchen. Oh Gott, schon schneller, schon schneller, schon schneller. Ich glaube, ja, hier ist das nämlich. Sehr cool. Und das Kabel ist da. Ups, oder? Das Kabel. Das haben wir von hier aus gesehen. So. Und das ist ganz gut, dass wir hier rauskommen, weil ich glaube, auf der anderen Seite hätte das nette Mädchen gewartet und uns unter Wasser gezogen. Okay. Einmal wieder daran und schwingen. Da hinten ist so ein Exit. Der wohl hinführt. Jetzt müsste sie doch eigentlich sehr weit links. Ach so, naja, gut, wir locken sie jetzt gleich wieder an, leider, weil ich muss ja hier wieder ins Wasser. So, jetzt ist sie da. Gibt mir das genug Zeit, auf der anderen Seite den Knopf zu betätigen. Ich hoffe noch. Und runter, runter, runter. Ich brauche schon wieder viel zu lang. Okay, das hat ja gut geklappt. Wo muss ich denn da hin dann? Das sieht mir alles sehr knapp aus. Ich habe doch nicht Zeit, den Knopf zweimal zu drücken. Hä? Wie war das denn hier? Ich kann den doch nicht zweimal drücken. Oder kann ich das? Dass die Tür halt wieder zugeht. Weil wenn ich ihn zweimal versuche zu drücken. Wow, jetzt schwimmt das so lange. Nee, 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 das geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da direkt über der Tür hochkomme oder ob ich irgendwie auf die andere Seite schwimme. Das reicht doch niemals mit der Zeit. Komme ich direkt hinter der Tür wieder hoch? Oder sehe ich irgendwas, wie ich sie blockieren kann? Oder nochmal weglocken kann oder sowas. Verdammt schnell. Ich sehe da nichts, wo ich hochkommen würde. Oh Mann. Wir kommen, also von der anderen Seite kommen wir da raus und da können wir auch nichts dagegen machen. Also sie ist auf jeden Fall hier sehr nah.
Da werde ich nichts gegen tun können. Ich muss irgendwie schneller sein, aber ich schwimme so verdammt langsam, sonst. Ich wollte jetzt clever sein, die Tür aufmachen, raus und dann wieder rein, die Tür zumachen und dann durch. Das könnte aber klappen, wenn ich nicht ganz so langsam wäre. Das könnte vielleicht sogar so gehen. Also schnell den Knopf drücken und wieder hoch. Und dann muss ich nochmal hier rüber. Und dann muss ich wieder rüber und den Knopf nochmal drücken und dann raus. So sollte es doch gehen. Knopf drücken. Eieieiei, gut, 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 gut. Was gibt's denn hier alles? Eine Kette. Ich hänge mich schon mal ran. Ich gucke aber nochmal. Ich glaube, da war keine von denen. Wenn ich mich nochmal runtertauchen, liegen da Fernseher im Wasser? Das geht verdammt tief. Aber ich sehe auch kein gelbes Kabel. Ich glaube, da ist nichts weiter. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist die Stelle. Ja, ich habe schon überlegt, wann die kommt. Er kriegt keine Luft mehr. Sie nimmt ihn einfach mit in die Tiefe. Jetzt kriegen wir irgendwas auf den Bauch gesetzt. Sie hatte die erste oder eine der ersten, die wir von ihrer Spezies, was auch immer, gesehen haben, die hatte ja auch was aus dem Bauchnabel raushängen und kann unter Wasser atmen. Das heißt, was auch immer wir jetzt hier bekommen haben, in den Bauch, macht mit uns wahrscheinlich dasselbe. Fischies. Ich bin kein Fischfutter. Kann ich mich eigentlich schon bewegen? Nee. Ich sinke weiter ab. Und ich sinke ins Kabel. Videokassetten. Was ist das da vorne? Für ein fehlgeschlagenes Experiment. Ein Blob mit Fischen dran und einer Schnur. Ich kann es nicht okay erkennen. Das zuckt nur vor sich hin. Hallo Fische. So, jetzt kann ich mich bewegen. Da hinten komme ich nicht ran an das Licht. Videokassetten liegen darum. Dinge im Vordergrund. Ich sehe Gliedmaßen. Schauen wir mal, rechts war das Kabel. Vielleicht sollte ich danach rechts zuerst hin.
Lustig, dass die Fische mir folgen. Und hinten haben wir irgendwie so Treppen. Sieht ein bisschen aus wie in einem Kaufhaus oder wie in einem Parkhaus. Kommt drauf an. Wie komme ich denn dahin? Ich kann da nichts machen. Verstehe ich gerade nicht. Ich dachte, ich kann da vielleicht Bretter entfernen, so wie sonst auch. Aber er benutzt hier nichts. Hey, ich verstehe ich nicht. Aber das sind doch Bretter. Voller Wucht dagegen schwimmen oder was? Die Fische irgendwas machen können? Ich verstehe es gerade noch nicht. Ich schwimme da an der Schräge runter. Wie komme ich da hin? Oh, doof. Ich will daran. Menno. Naja, ich habe eh nicht alle bekommen bisher, dann. Ja, das ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn ich das nicht krieg. Da gehen wir nochmal nach links und dann, ich weiß gar nicht, ob wir nach oben müssen oder ob es links weitergeht. Wieder eine Gestalt im Hintergrund. Die Seile kann ich aber nicht benutzen. So, das sieht aber doch sehr danach aus, als könnten wir hier weiter. So eine Gestalt mit Armen und Beinen und wie so ein fehlgeschlagenes Experiment. Nummer 3 da hinten. Hey, Nummer 3. Sieht aus wie eine Frau. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es ihre Haare sind. Ist so ein bisschen dunkler da vorne. Schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Is. Ein bisschen wie das Mädchen. Obwohl ich es trotzdem Mädchen nenne. Wegen den langen Haaren. Ganz klischeehaft. Okay. Wie hätte man denn an das Secret rankommen sollen? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Es bleibt eins, leider. Okay, Richtung Licht oder nochmal nach unten? Ich bin natürlich neugierig und wäre erst nochmal nach unten. Oh. Licht nach unten? Hat sich gerade rechts was geöffnet. Dieses Spiel ist immer so bedrückend. So gut. Moment mal, was haben wir denn hier? Ja, die Richtung war's. Jetzt? Ich glaube, ich hätte da auch durch dieses Loch gucken können.
Fische. Die folgen ja mir die Küken ganz am Anfang. Bin mal gespannt, ob ihnen ein ähnliches Schicksal blüht. Ich weiß gar nicht mehr. Und da ist es. Yay. Ich glaube, ich weiß nicht, dass das selbe ist. Das ist mal gucken. Auf jeden Fall. Da ist ja, das geht ja so nach außen, dadurch so ein Glow. Könnte das gewesen sein, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, sonst wüsste ich nämlich echt nicht, wie man hätte daran kommen sollen. Gut. Wir schwimmen weiter mit den Fischen. Vielleicht haben wir jetzt Bauchkiemen. Und wir wollen es gar nicht so genau wissen, glaube ich. Was das mit uns gemacht hat. Diese riesigen Räume. Huch, guck mal. Da ist so eine Taucherglocke. So eine Taucherkugel. Aber kaputt. Hm. Das ist irgendwas Rotes. Das sieht aus wie ein Straßenschild, das da vorne liegt. So ein Vorfahrtsschild. So, jetzt nochmal ganz nach oben, bevor wir uns dieser Öffnung da widmen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir gegen die anschwimmen können. Da kommt, glaube ich, ein Strom raus. Wasserstrom irgendwie. Richtung Licht. Nee, wir kommen da nicht weiter. Okay. Ah, ich glaube, ich muss mich da festhalten. Nö, oder? Doch. Kann ich da mich... Oder komme ich da einfach... so rein. Ich komme auch so rein. Da kann ich mich festhalten. Sollte ich das vielleicht... Ja, ich sollte das tun. Ist ja eklig. Das war eins von den Mädchen. Oh Gott. Ich glaube, ich will das nochmal... gerade nochmal laufen lassen, bevor ich das time. Okay, auf jeden Fall nach der Düse hier kann ich mich wieder festhalten. Oh, ich hab das gerade so befürchtet, dass es aufgeht. Oh, unsere Füße sind noch dran. Ratten. Dinge im Hintergrund, die aufgebläht sind. In irgendeinem Labor sind wir oder so. Sachen, die da runterfallen. Ups, ich wollte gerade sagen, oh Gott, das Licht bewegt sich, das ist nicht gut. Nö, ist es nicht. Wenn das Licht sich bewegt, ist es böse. Okay, ging es hier noch runter? Ja. Ich muss mich voll noch daran gewöhnen, dass ich unter Wasser atmen kann. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich mich hier beeilen muss. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Wie komme ich denn an dich ran? Habe ich
da vorher noch irgendwas anderes machen muss? Wie komme ich an dich ran? Vielleicht gar nicht von hier aus. Vielleicht rutscht man da irgendwie runter und landet dann da, wenn man weiß, dass da ist. Das kann ich mir vorstellen. Der Weg ist nur dafür da, dass ich sehe, da ist was. Anders sehe ich es nämlich noch nicht. Wie das gehen soll. So, jetzt schön im Schatten stehen bleiben. Da muss ich irgendwie dieses Rad drehen. Habe ich da Zeit für, wenn ich das so mache? Nein, habe ich keine Zeit für. Nö. Da komme ich auch erstmal nicht weiter. So gemein. Also, wenn das Licht auf dem Rückweg ist, dann versuchen einzugehen. Also jetzt. Welche Richtung bewegst du dich? Suchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, okay. Es bewegt das da. Aha. Okay, das ist nicht einfach. Andere Richtung, andere Richtung. Ich will es wahrscheinlich bei der Treppe haben. Aber komme ich an meinen Secret nicht mehr ran. Oh, hatte ich jetzt bei der Secret schon irgendwas getan? Ich muss gerade mal gucken, ob sich da unten was getan hat. Weil das ist ja irgendwie damit verbunden. Hat sich da schon was geändert? Bevor ich dann meine Flucht über die Leiter versuche. Als ich mich von der Leiter nach oben springen kann. Irgendwie muss das ja vielleicht gehen. Tada. Sehr schön. Jetzt wieder diese unangenehme Stelle. Ach, Mist. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ja. Aber das Secret muss ich, glaube ich, nicht mehr machen. Das müsste eigentlich registriert sein. Hoffe ich doch. Ich drehe jetzt mal in die falsche Richtung drehen. Ach, fuck, 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 lauf, 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 lauf. Nee. Ja, da muss hin, damit ich da hochklettern kann und dann rüberspringen. Okay.
Oh, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Shit. Ich muss noch mal abwarten. Die Plattform ist noch ein bisschen weiter runter. So vielleicht, hoffe ich, reicht das. Oh Gott, runter mit dir, runter mit dir. Er wollte irgendwie gerade nicht springen. Jetzt und darüber. Oh. Ich glaube, ich muss da in den Tank springen. Ob ich den verfehle beim ersten Sprung oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.